Schon mal was von Flighty gehört? Schön, dass wir uns wieder mal bei einem absoluten Nischenprodukt sehen. Und zwar geht es heute um Flighty. Flighty ist ein Unternehmen, das baut verschiedene Sachen, die schweben, wie hier Glühbirnen. Sie haben so kleine Kühlchen, die schweben, kleine Blumentöpfe, die schweben. Sie haben auch eine große Uhr in verschiedenen Farben, Formen. Schaut es euch einfach an, das ist am einfachsten. Auf jeden Fall, ich habe das Modell Nicola. Meine Base ist aus Walnuss und die Lampe ist in Silber, also genau wie auf dem Foto. Und sieht auch so aus. Bevor wir uns das Ding jetzt genauer ansehen, möchte ich noch zwei Dinge sagen. Erstens, dieses Ding ist wahnsinnig teuer. Es sieht cool aus, habe ich mir auch gedacht, habe ich irgendwo mal gesehen. Dann habe ich die Website geöffnet und habe gesehen, was es kostet. Das ist verrückt. Wirklich verrückt. Jetzt gerade, wenn ich dieses Video filme, kostet das Ding ungefähr 300 Euro. Das ist zu viel. Ich habe nicht so viel dafür gezahlt, denn ich habe es auf Amazon Warehouse ergattert, wie man hier sieht. Das heißt, es wurde schon geöffnet, hat auch wahrscheinlich ein paar Gebrauchsspuren. Ohne jetzt noch viele Worte zu verlieren, würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Das Ganze schiebt man so hier oben raus. Sehr, sehr schöne schwarze Box. Einmal Flighty steht in weiß drauf. Dann kann man den Deckel abnehmen. Dann wird man mit Schaumstoff begrüßt. Okay, hier haben wir ein Kartonkärtchen, wo Flighty draufsteht. Interessant. Einmal eine Korkplatte, die ist sehr, sehr nützlich, ich zeige euch dann warum. Einmal die Base, dann haben wir noch einmal so einen Karton, Altpapier und das Netzteil. Und hier drinnen haben wir die Lampe. Das Kabel ist ein wirklich sehr, sehr schönes Kabel, richtig schön mit Stoff ummantelt. Dann den Stecker steckt man hier hinten einfach an. Und das andere Ende steckt man am Netzteil an. Das Netzteil ist ein 15 Volt Netzteil mit 1 Ampere. Das heißt, das Ganze wird wahrscheinlich 15 Watt verbrauchen. Das ist eben die Base, wo dann die Lampe drauf schwebt. Die ist mit Holz überzogen. Ich glaube nicht, dass das Ganze pures Holz ist, weil auch Technik drunter steckt. Hier unten 4 kleine Standfüßchen und Löcher. Ich nehme an zur Lüftung. Die Lampe hat hier unten eben so einen Stoff. Das heißt, wenn sie mal aufschlagen sollte, dass nichts passiert. Das ist aus Kunststoff. Das ist auch aus Kunststoff. Dieser Ring, dieser glänzende, glaube ich, ist auch Kunststoff. Und das da oben ist auch Kunststoff. Oh boy. Es sieht auf den Fotos echt so aus, dass es Glas ist. Sieht auch in echt nicht schlecht aus. Echtes Glas sieht natürlich noch besser aus. Das muss wohl so sein, damit das Ganze nicht zu schwer wird. Das Innere wird dann, nehme ich an, auch Kunststoff sein. Wenn man es reinigen wollen würde, kann man, soweit ich weiß, das Ganze auch aufdrehen. Ja, könnte man. Mache ich jetzt aber nicht, denn es ist schön sauber. Beim Setup kommt eben jetzt diese Korkplatte zum Einsatz, denn man muss diese Lampe natürlich ausrichten. Und wenn man nicht genau die Mitte trifft, dann wird sie runtergezogen und klebt magnetisch an der Base. Das Ganze kann sehr, sehr schnell passieren und kann Dellen hinterlassen, auch wenn hier Stoff drunter ist. Die Magneten sind sehr, sehr stark, das heißt Korkplatte dazwischen und dann die Lampe ausrichten. Von oben runter und irgendwann findet sie dann die Mitte. Perfekt, beim ersten Versuch. Und schon steht das Ganze, ist natürlich um einiges leichter, wenn man da drin diesen Ring hat, wo sie hingehört. Derweil leuchtet noch nichts, aber wenn ich jetzt hier vorne drauf drücke, beginnt die Lampe zu leuchten. Damit man das Ding auch von vorne sieht, habe ich es jetzt mal angehoben. Dafür ist es definitiv nicht gemacht. Ich habe die Korkplatte dazwischen liegen lassen. Denn dass das Ding jetzt runterschnappt, das kann sehr, sehr leicht passieren. Ich will nicht, dass es gleich beschädigt wird. Auf jeden Fall, die Lampe leuchtet. Normalerweise wackelt sie natürlich nicht so, das bin ich. Und schwebt in der Luft. Ohne jegliches Kabel schwebt einfach. Man kann ein Blatt Papier drunter schieben, was auch immer. Eine Sache muss ich jetzt noch vorausschicken. Man muss dieses Ding wirklich als Piece of Art sehen. Einfach als ein wunderschönes Designobjekt. Gerade wenn es dunkel ist und diese Lampe schwebt, sieht es Hammer aus. Aber das Ding kann sonst gar nichts. Es kann wirklich nur eine Lampe schweben lassen, die ein bisschen Licht spendet. Als Nachtlicht oder so eignet sich das Ding überhaupt nicht. Hat kein eingebautes Bluetooth, kein WLAN, keine Lautsprecher, gar nichts. Wirklich ein reines Designobjekt. Ein Grund, warum ich es als Warehouse-Artikel gekauft habe, ist eben der Preis. Als Neuware würde ich mir dieses Ding niemals kaufen. Egal wie schön es ist einfach zu teuer. Wie gesagt, Designobjekt, wenn man das Design liebt, ist es wahrscheinlich das Schönste in der Kategorie. Es gibt auch Nachahmer. Flighty ist aber irgendwo sozusagen das Original und sieht echt Hammer aus. Qualität von den Sachen ist auch spitzenmäßig. Ich hoffe mal, dass dieses Teil viele, viele, viele Jahre gut funktionieren wird. Falls was sein sollte, gibt es natürlich Ersatzteile. Auch das kann man nachkaufen in anderen Farben. Das ist kein Problem.
Trotzdem, ich hoffe, es funktioniert wirklich ohne Probleme. Das Ding wandert jetzt in mein Zimmer. Falls was sein sollte, melde ich mich natürlich mit einem Video dazu. Falls es Fragen gibt, lasst es mich wissen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss!